sind noch nicht alle Plätze besetzt. Wir können noch nicht anfangen. Die Handys bitte ausmachen. Aufnahme beginnt gleich. Die Musiker machen schon ihren Soundcheck. Also hohe Konzentration ist gefragt. Die Aufnahme beginnt in 4 Minuten etwa. Ich habe einen Helm auf. Schwarz und aus hartem Plastik. Kein Motorradhelm. Kein Bauarbeiter- oder Soldatenhelm. So ein dünner, schwarzer Helm ist das. Ich fand die Geschichte halt vielseitig. Sie war lustig, sie war ein bisschen komisch. Ich fand, ihn gelungen bestimmt. Ich fand es toll. Es war jetzt nicht alles aufgenommen und abgespielt auf Knopfdruck, was da halt für Geräusche gemacht wurden, sondern es wurde halt alles neu erzeugt. Ich mache mich immer auf die Suche nach dem Witz im Tragischen. So. Oder wenn ich mal was Witziges hätte, würde ich wahrscheinlich die tragischen Stellen finden. Also das Wechselspiel zwischen den beiden Polen ist eins, was die Texte oder die Geschichten eben stärker macht. Da ich selten über Antworten verfüge, will ich eigentlich immer Fragen stellen. Ich glaube, das ist so ein bisschen mein Prinzip. Und das ist auch das Prinzip dieser Geschichte, mit der wir hier gearbeitet haben. Mystische Gewalt an. Helm vom Kopf zu nehmen. Ihr Text? Der Text war cool, dass der Junge seinen Helm nicht abnehmen wollte. Waren die Eltern getrennt? Oder ich fand es auch gut, dass es umsonst war. Es gibt ja so ein paar Vermittlungsprojekte für Musik und so weiter und sehr oft hat das so was Verstaubtes, Schulmäßiges, Lehrerhaftes, wie dann den Kindern die Instrumente nahegebracht werden. Klassenarbeit! Ist mir egal. Das war uns wichtig, das eher so indirekt zu machen. Und es gibt ja eben diese Szene vor Beginn des Stückes, wo es einen Soundcheck gibt. Okay, nochmal das Wasser bitte. Und der Tonmeister sagt dann eben irgendwie, ja, kann ich bitte nochmal das Marimba hören, kann ich das Wasser hören, jetzt bitte das Cello, jetzt die Harfe, jetzt die Kontrabassklarinette. Dadurch ist dann den Kindern alles nahegebracht, aber ohne, dass sie direkt pädagogisch angesprochen werden, sondern es ist sozusagen notwendig für den Moment und sie kriegen es indirekt mit. Super, danke. Theatrale Elemente gibt es in der neuen Musik durchaus, natürlich, sobald es um Bühnenmusik geht, also Musik, Theater im weiteren Sinne. Es funktioniert immer dann am besten, wenn es einen unmittelbaren Bezug gibt, sei es zur Musik oder eben in diesem Fall zum Text. Auf dem Hintergrund der neuen Musik ist dieses Stück durchaus sehr humorvoll, durch die Elemente, die einfach vorkommen, wie zum Beispiel Luftschlangen, die geblasen werden oder auch Schritte auf Holz, auf Beton. Das Gegenständliche ist natürlich vielleicht erstmal beängstigend, weil es zu konkret ist, aber hier hat Sarah da keine Angst vor gehabt. Wir hatten dieses Treffen mit dem Geräuschemacher und ich habe ihn nach bestimmten Klängen gefragt, wie er das als Geräuschemacher umsetzen würde. Da hat er uns ja auch ein paar Tricks gezeigt, wie zum Beispiel eben das Flügelschlagen von Vögeln mit einem Geschirrhandtuch in der Hand darzustellen oder eben einen Trick wie Regen mit einer Noppenfolie ganz langsam knistern. Und ich habe ihn gefragt, ja, wie würde denn für dich ein Skelett klingen? Ich habe noch nie, glaube ich, bei einem Lesemusikformat so sehr Zuschauer, Zuhörer herausgefordert, glaube ich. Hier habe ich das sehr so erlebt, dass die Eigenständigkeit der Musik auch ganz stark war. Also wir haben ein Gesamtding konzipiert, wo wir irgendwie die ganze Situation erst hergestellt haben. Hausarrest, Taschengeldentzug, dass sie mich sonst wohin bringen. Sie können mir Strafarbeiten geben und stundenlange Gespräche mit mir führen. Das ist mir alles scheißegal. Strafarbeit! Das ist mir egal. Taschengeld essen! Hausarrest! Das ist mir scheißegal. Strafarbeit! Taschengeld essen! Das ist mir so egal. Das ist mir scheißegal! Strafarbeit! Scheißegal! Und dann habe ich einen Bohrer genommen und habe auf beiden Seiten des Helms ein Loch gebohrt.
Ich habe die Löcher ausgefeilt, bis ich die Kette durchziehen konnte. Ich finde, man muss Kindern auch nicht immer gefallen wollen. Also das ist irgendwie nicht mein Anspruch, wenn ich eine Geschichte schreibe oder mich auf eine Bühne stelle. Für mich war es zumindest schon auch der Anspruch, den Kindern ein bisschen was zum Hören mitzugeben. Dass sie einfach die Ohren ein bisschen öffnen, sich selbst ein bisschen öffnen und vielleicht hinterher anders hören. Was Kindern geboten wird, ist aus meiner Sicht oft relativ flach. Und da jetzt einen hohen Anspruch zu haben, was zu kreieren, was den Kindern wirklich viel mitgibt, das war so ein bisschen der Ansporn dafür. Also neue Musikstücke ist wie eine Skulptur für mich manchmal, die ich betrachte aus verschiedenen Richtungen und dabei verschiedene Dinge erlebe. Und es sind dabei eben vor allem Klangphänomene, die man erleben kann. Und die sind sehr emotional durchaus, also in diesem Stück ja auch. Es gibt Klänge, die sind lustig, es gibt Klänge, die sind überwältigend. Und Erwachsene haben ja einfach schon so große Kategorien, Popmusik, Klassik und so weiter. Das haben Kinder nicht und deswegen, glaube ich, können die viel besser eigentlich zuhören.